Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play For Honor. Bin wieder die Orochi, mit der freunde ich mich so langsam an, tatsächlich. Einheit. Du kannst dein Emblem im Profil-Tab im Sozialmenü bearbeiten. Und den Moment an, wa? Hab ich schon. Ha. Steuerung. Drücke den linken Stick hinein, um zu rennen. Oh. Der kaiserliche Palast. Herr Kaiser. Eine Festung innerhalb einer Festung. Ey. Was haben wir denn Türen mitgebracht? Unser Volk blutet. Legt die Waffen nieder. Dann beendet den Krieg. Und kniet vor mir. Seijuro würde nicht aufgeben und er hatte starke Krieger an seiner Seite. Aber nicht so stark wie die Orochi. Wie war mein Name? Hab ich vergessen. Doch wir waren in der Überzahl. Wir brauchten nur einen Weg hinein. Okay. Ich mach's. Ich war seit 3 Jahren nicht im Palast gewesen. Hübsch ist es hier. Ja, hübsch. Nicht seit der Kaiser mich verhaften ließ. Der Kaiser persönlich? Ich gehe voll gerne in diesem Spiel. Ich finde das total geil. Aber wir müssen zu Potte kommen. Noch keine Zeit. Ich kann nicht hoch. Oh, Story. Seijuro hatte mein Angebot angenommen. Ich gab ihm den Palast. Und mindestens 50 der besten und erfahrensten Samurai-Krieger schlossen sich ihm an. Es waren wenige, aber sie waren mächtig. Papierwände. Papierwände. Kein Hindernis für Stahl. Kommt Hast mit. Du dir auch nur so gedacht, du? So. Wer ist hier der Orochi-Meister? Oh, der hat aber ganz schön zugeschlagen, ey. Aha. Angst in Person verringern. Oh, auch nett. Sehr hübsch hier. Ja, hübsche Papierwand. Haben wir Töpfchen. Was wollte ich sagen? Hab ich vergessen. Nur auf Story achten. Ich habe gesehen, 9 Stück, ey. Im letzten hatten wir eine gefunden. Ah, Töpfchen. Pass doch auf, Mimikri. Ah, da. Etwas Stahl gefunden. Mach immer. Oh, warte. Oh, das wollte ich nicht. Nur die entschlossensten Krieger waren Seijuros Ruf gefolgt. Sie waren bereit, auf seinen Befehl hin für ihren Kriegsherrn zu sterben. Das ist er. Der Preis der Einheit. So, mein Oh. Habt ihn? Ja, die Apollyon macht das schon schlau, ey. Müssen alle kämpfen, oder was? Oh, mein Ausdauer ist leer. Oh, Jungs. Warte. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr. Oh. Sehr hübsch hier. Ich wünschte in solchen Situationen, ich hätte ein bisschen mehr Aoi. Warum hänge ich denn hier? Ich hasse hier hängen. Wie bitte? Alter! Diese Ecke macht mich fertig hier. Wo ist denn Mimichi jetzt? Aua! Sollst du mich schlagen, Mimichi, oder die Bösen? Alter. Oh, du Frecher. Nehmen, du Wichtelmann. Meine Ausdauer leer. Lächerlich!
Die zweite Lunge ist echt geil. Die hätten wir mal eher gebraucht. Die hätten wir mal eher nehmen sollen. So, kriegen wir jetzt einen Bonus dafür, dass wir die abgeschnetzelt haben, eine Dreiviertelstunde? Ich höre Seijuros Krieger. Ach so, genau, was ich sagen wollte, die macht das schon echt schlau, die Apollyon, ey. Upsi. Aua. Was? Ich hab immer so gedacht, ich hab Mimikri dabei. Die heißt natürlich Mimichi und nicht Mimikri. Heftig. Der war heftig. Ja, die erste Combo schon, ja, ordentlich gefressen. Und jetzt wieder von vorne, müssen wir da von vorne, ach Mann, ey. Okay, dann sparen wir uns aber diesmal die ganzen Jungs. So, hier waren wir schon. Papierwände. Kein Hindernis für Stahl. Ja. Boah. Ernsthaft jetzt. Alter. Ja, ihr seht's, ne? Beim ersten Mal habe ich den einfach so weggemacht, ohne dass mir irgendwas passiert ist. Und jetzt eine Stunde gebraucht. Ja. Sehr hübsch hier. Upsi. Ja, ja, Legenden, Schmegen. Macht ihr mal da drüben, ey. Okay. Ich hab doch... Kommt mit. Wie kommt mit? Aua, Mann, Mimichi, ey. Oh, manchmal finde ich die ein bisschen anstrengend, Mäuschen. So. Ah, sorry. Die Stadt der Samurai thront auf einer Hochebene, umgeben von Wald. Sie ist eine der sichersten Festungen im Land. Sie wurde zweimal durch Feuer zerstört. Und mit Seijuro hatte die besten Kinder. Ach Mann, was soll denn das immer? Die Stadt der Samurai thront auf einer Hochebene, umgeben von Wald. Sie ist eine der sichersten Festungen im Land. Sie wurde zweimal durch Feuer zerstört und mindestens sechsmal durch Bürgerkrieg. Aber niemals durch eine Invasion. Ich wollte gerade sagen, ist aber nicht so richtig sicher, ne? Zweimal Feuer, sechsmal Bürgerkrieg. Na du Maus. Haha. Ich höre Seijuros Krieger. Ich habe nur so gedacht. Nix da, du Musch. Läuft gut. Aua. Uchi. Meine Ausdauer. Meine Ausdauer. Mann, warum hänge ich denn hier immer? Mimikri, geh noch weg, du Sch. Boah, ernsthaft. Wie die mich blockt. Muss vor dem wegrennen und sie blockt mich ohne Ende. Dusselige Kuh. Interessiert ihn einfach gar nicht. Alter, ich komm nicht rechtzeitig ausweichen. Hau doch ab, du dämliche Hundetochter! Gibt's denn das? Wie die immer im Weg steht. Ausgerechnet gegen den Shugoki brauche ich doch den Platz. Und die steht da und ich kann nicht ausweichen. Kann ich nach hinten. Ey, so eine dämliche Hure. Echt mal. Kommt mit. Das ist doof. Sieht ihn überhaupt nicht, ey. Oh, frecher Typ, ey. Was? Ich bin doch ausgeglichen. Ich hab hier früher gewohnt. Kein Checkpoint, das gibt's nicht so, du Huren. Doch, war Checkpoint, ne? Direkt davor, oder? Oh ja. Oh. Achso, durchlaufen kann ich nicht. Okay. Oh, ist der nervig. Upsi. Oh. Oh, ey. Ach, auf einmal machst du was. So, ich nehme jetzt hier Dings dagegen. Ey, warum kann ich da nicht... Oh, viel zu früh. Nee, gut. Oh, hat keine Ausdauer mehr. Leg dich dahin. Lege dich dahin. Oh, schlag ab, ey. Oh, ist der übel.
Oh nein. Och, jetzt nimmt die mir noch den Kill weg, ey. Gut, dass ich die zweite Lunge habe. Boah, die Shugokis, ne? So. Nur das Beste für den Kaiser. Ey, warum seid ihr denn so gemein zu dem Elefanten? Schon Angst, unser Heer ist auf der anderen Seite. Wir schwingen uns auf den Elefanten. Ich halte das nicht für eine gute Idee. Ach du Gemeine. Ach du Gemeine. Kaputt. Och, so eine gemeine Person. Und jetzt? Jetzt muss ich doch gegen den kämpfen, oder was? Was ist der Plan? Benutze deine Geste, um den wilden Elefanten anzusetzen, der einige schwer beschädigen kann. Okay. Ich musste einen Weg finden, das Tor zu öffnen. Alles okay. Ich hatte einen Elefanten. Hallo, Herr Elefant. Oh, Shugoki. Oh, ja, super. Toll. Ich rufe den Elefanten, der Shugoki haut mich, ich bin gestaggert, der Elefant tötet mich. Prima. So habe ich das gern. Ja, ja. Ich musste einen Weg finden, das Tor zu öffnen. Oh, komm mal erstmal hierher. Ich hatte einen Elefanten. Ich höre jemanden in der Nähe. Oh, du Elefant. Hey, doch nicht zu mir jetzt. Warum, du dummes Tier? Bist du ein bisschen bescheuert? Hey, warum stürmt der nicht? Warum schlendert der denn nur? Und warum Shugoki, Mano? Ach, auf einmal macht er Action da. So. Mach doch den Shugoki mal für den dummen Elefant. Jetzt muss nur der Elefant noch mitspielen. Ja. So, komm doch hierher jetzt, du Scheißvieh. Jetzt, das sieht gut aus. Yes. Sogar. Okay. Schon mal eine Tür offen hier. Mein Lieblingsplan des Tages tatsächlich. Ah, das. Ja. Oh, da ist Story. Das Sonnenimperium erstreckt sich bis weit in den Osten. Seine Hauptstadt liegt hier. Doch das war nicht immer so. Über viele Generationen hat ihr Kaiser woanders gelebt. Er wurde hierher vertrieben, glaube ich. Ich wüsste nur zu gerne, wovon. Oh, wo kommt ihr denn her? Wir müssen dieses Tor öffnen. Lauf, Finn. Okay. Was wollte ich sagen? Achso, ich finde schon wieder die Idee mega geil. Also das ist... besser, als ich aus vielen nicht so auf Multiplayer ausgelegten Spielen kenne. Solche Elemente. Aber jetzt halt ein bisschen doof, dass man immer so weit weg muss und so, aber... Findet Sejuro! Ich glaube, die waren jetzt ein bisschen überrascht über den Elefanten. Völlig zu Recht. Wir lassen uns nicht aufhalten. Sie kämpfen wie ein Tor. Die passen. Du kämpfst wie eine Kuh. Oh. Oh. Alter. Aha. Schon wieder ein Shugoki. Ich hab die Fresse dick gerade. Die halten immer so viel aus. Ich kümmere mich jetzt hier um die Bogenschützen. So. Und, au! Was denn? Oh, gemein! Och, ey! Wo mir davon so einem den Kill klauen lassen, wo ich so schön hätte exekutieren können.
Ich heile mich mal einfach zwischendurch. Dann ist der Cooldown schneller wieder rum. So, haben wir hier noch was? Zu viele Krieger starben. Wir mussten Seijuro finden. So. Oh. Ach Mann, immer diese Killstealer. Killstealer. Ach. Das war zu berechenbar, Mäuschen. Das wahrscheinlich auch. Oh. Ach Mann. Was ist da mit? Was? Warum? Warum? Ey. Wer solche Freunde hat, echt, konnte wieder nicht weg. Weil sie zu dritt hinter mir stehen. Was soll denn so eine Scheiße? Dann sollen die durchgängig, durchlässig sein. Aber wenn ich beim Kämpfen nicht ausweichen kann, weil meine Freunde hinter mir stehen, ist was verkehrt im Spiel. Macht das keinen Spaß, so. Weil mich der scheiß Shigoki wäre, weißt du, der sowieso nicht ausweicht. Seijuro musste in der Nähe sein. Der ist nicht so drauf angewiesen. Ich bin ein Kakorochi, ich muss ausweichen. Seijuro! Oh oh. Es wurde so viel Blut vergossen. Jetzt. Aber wir waren nicht ihre Feinde. So. Die Armen. Was ist da jetzt los, ne? Oh. Oh. Fertig. Nein! Nein, ich hab doch... Wie oft soll ich denn auf dieses scheiß Steuerkreuz drücken? Mann, ey. Ich hab schon vor dem ersten habe ich einmal gedrückt und dann nochmal und sie hat sich einfach nicht geheilt. Mann. Seijuro musste in der Nähe sein. Geht mir gerade ziemlich auf den Sack, muss ich gestehen, hier alles. Da rein! Es wurde so viel Blut vergossen. Aber wir waren nicht. Oh, jetzt sind schon wieder alle im Weg, ey. Oh ja, sicherlich. Ja, sicher. Was ist hier los? Also, ne, nicht nur, dass ich ja eh schon nichts mit den Samurai zu tun hatte bisher. Seijuro und mich da überhaupt nicht für interessiere sein. Und die gar nicht spielen möchte eigentlich. Aber ich dachte, mal, vielleicht. Es wurde vielleicht so wird's viel ja lustig, Blut spannend, vergossen. Was weiß ich. Aber wir waren aber nicht ihre einfach Feinde. Nur nervig immer. Au. Krieg wieder eine von meiner Kumpeline rein. Schöne Ding. Ich heile mich jetzt direkt. Egal, ey. Können wir mal ein bisschen den Kampf hier auseinanderziehen, ey. Ja, genau. Ach, shit. Warum? Oh, lächerlich. So, haben wir... Erwischt. Gut. So, Seijuro. Komm her, du. Typ. Wir sind mal da. Ich sollte das Knie vor dir beugen. Richtet mich hin! Man wird sich an mich erinnern. Als den größten Krieger, den unser Volk jemals sah. Ich hab überhaupt nichts von dir gesehen, du Knöchi. Diese Krieger folgen niemand anderem. Man wird euch vergessen. Der Kämpe des Kaisers wird euch besiegen. Der Kämpe des Kaisers verrottet in einem Kerker in der Unterstadt. Ach, wir waren der Kämpe des Kaisers? Das der persönliche und jetzt... Und dann wurden wir geknastet und jetzt sind wir hier? Ihr seid es. Der Kämpe. Diese Verräterin. Eher eine Heldin. Wir gegen den Kämpfen auch noch. Bist du ein Kenshi oder ein Orochi? Seijuro war einer der größten Krieger unseres Volkes. Und ich hatte 3 Jahre im Kerker gesessen.
Sieht doch erstmal ganz gut aus, ey. Das war oh ja, guter Trick. Man wird sich lange von eurer Niederlage erzählen. Okay. Was? Alter. Hat er gut angefaked. Eure Legende ist übertrieben. Wow. Wow. Alter! Hau mal ab kurz. Ihr seid kein Kämpfer mehr. So. Weil ich ein Schummler bin. Genatzt. Nur einmal aufheilen und schon reicht's. Aber dafür sind die Storygaben ja auch da, Leute. Jetzt seid mal nicht so streng mit mir. Außer mich Orochi. Oh, wartet ihr noch? Ich bin mit einem Hit tot. Wir brauchen Anführer, Seijuro. Ihr entehrt mich. Wir brauchen euch. Ihr seid ein großer Krieger. Ich diene nicht unter euch. Dann erschlagt mich. Nehmt meinen Platz ein. Befehligt unser Heer. Ihr seid des Wahnsinns. Apollyon steckt dahinter. Nicht Seijuro. Ich trage nicht ihren Krieg für sie aus. Naja, ein bisschen ja schon. Tja, eben war noch Kaiser. Der Tempel des Kaisers. Ist der neue Kaiser. Führt unser Heer wieder an. Die Kempin, bitte. Kommen wir denn dahin? Ich ziehe nach Aschfeld. Dort ist unser Feind. Apollyon. Schade. 4 von 5 zerbrechlich ist, aber ich weiß nicht, wie ich die ganzen Story-Sachen mal verpasse, ey. Eieiei. Schön. Ja, ich reg mich zwischendurch immer ganz schön auf. Bevor der Kämpe des Kaisers Ayus Armee nach Aschfeld führte, machten sie sich auf eine Aufklärungsmission. Sie benötigten einen sicheren Weg für ihre Armee zu meinem Palast. Doch Aschfeld hatte sich verändert. Da sind wir mal gespannt drauf, wie sich Aschfeld verändert hat. Denn das erfahren wir natürlich erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play For Honor. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüssli Müsli.